Jacob! Er ist wunderschön, oder? Ich habe die perfekte zweite Tour für uns. Ach so? Wir müssen uns etwas borgen. Drei von Starks Galgenstricken werden schon bald verschwinden. Du bist ein Teufel. Oh, und dieses Mal komme ich mit. Macht keinen Sinn, dass du den ganzen Ruhm einstreichst. Und dann auf zu meiner Kutsche! Lewis! Jacob, unsere Kutsche wartet! Du weißt ja, wie das läuft. Du fährst! Diese feigen Stiefellecker von Starek haben eigene Kerker gebaut. Die reinste Verschwendung. Weil sie lieber Gangs aufgebaut hätten? Nein, nein. Warum bauen, wenn man frei fließen kann wie das Meer? Ich würde nie jemanden einsperren. Oh nein, niemals, oder? Und was ist mit deinem Vogel? Ich kann sagen, dass mir die National Gallery nie langweilig wird. Warum interessiert sich Starek? Bring du deine Kutsche rum und warte auf die Fracht. Das wird nicht lange dauern. Hier muss doch jemand diese Hattie Cadwallader kennen. Ich suche nach Miss Hattie Cadwallader. Hab sie nicht gesehen, aber ich weiß, was sie vorhatte. Und das wäre? Kunststibitzen. Sie hat in der Nähe eine Statue gestohlen. Die Statue muss doch hier irgendwo sein. Tja, wo ist diese Statue? Hey, Kleiner! Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ich weiß, wer sie geklaut hat, Sir. Miss Cadwallader? Sie versteckt sich in der Kloake. Tja, wo ist diese Statue? Die Kloake, na klar. Warum die Kanalisation?
Du bist zu langsam! Da ist er! Ich kann ihn nicht verfehlen! Ganz ruhig, so ist ruhig! Warum das Alhambra? Jeder gute Kriminelle muss seinen unrechtmäßigen Gewinn irgendwo investieren. Und was ist besser, als die Welt mit etwas seichter Unterhaltung abzulenken, während man das tut? Ach komm schon. Mach mir nicht weiß, dass du nicht auch den Triumph genießt, wenn ein Stück gut ankommt. Die Bravos und Capos? Die Kritiken? Ich genieße gute Unterhaltung, Jake. Wenn mich eine der Produktion befriedigt. Ah, der Park. Das Wohnzimmer von Starricks Sicherheitschef, einem gewissen Benjamin Raffles. Wer sich mit ihm anlegt, verschwindet gerne ohne Vorwarnung. Wir werden uns sicher gut verstehen. Versuch nicht, von mir davonzulaufen! Das wird nicht klappen! Verdammter Sau, dummer Bastard, komm her! Of all the cheek! Intolerable state of this city. Never would have happened in my father's day. Londoners had pride then, I tell you. Schickt sie Ruth, der Verbrecher. Sie verwechseln ihre Verbrecher, Mr. Raffles. Der Mann, für den Sie arbeiten, ist der wahre Verbrecher. Ein wohlriechender Raffles, wie überaus schön, dich wiederzusehen. Ach, fahr zur Hölle! Und jetzt ab mit dir nach hinten. Wer ist dieser Louis, der für dich arbeitet? Ha! Ein seltsamer Vogel, oder? Kam vor ein paar Jahren zu mir. Er ist immer sehr ernst. Aber auch immer sehr höflich. Und er hat noch viele andere Talente. Nach wem suche ich? Chester Swinburne. Tagsüber ein Pooler und ein Spitzel bei Nacht. Wenn wir ihn entfernen können, kappen wir Starricks Verbindung zur Polizei. Muss gut sein in dem, was er tut, wenn diese Scharade schon so lange läuft. Das ist er wirklich, mein Freund. Weiter, Mädchen. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Ja.
langsamer! Bei so vielen Bobbys kriege ich eine Gänsehaut. Willkommen bei Scotland Yard. Na, Swinburne, machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch werde ich. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Roth? Lange nicht gesehen. Du hast dich wirklich gehen lassen. Eine Schande. Na, dann ab nach hinten mit dir. Besuch mich wieder im Alhambra.
Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto.